Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und zu Hause. Der Antrag der FDP-Fraktion, der CDU-Fraktion, findet in der Richtung auf meine Fraktion jedenfalls die Empfehlung der Zustimmung. Ich sage Ihnen auch, aus welchem Grunde. Der Kollege Mostovizade hat hier eben mit Recht und aus sicherlich gutem Grunde 1.900 Beschäftigte des BLB, Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW, benannt, die hier nach Möglichkeit nicht in Mitleidenschaft gezogen werden sollen durch parlamentarische Debatten oder auch durch Ereignisse innerhalb des BLB oder unter der Ägide des BLB, wie wir sie in zahlreichen Projekten des Landesbetriebes, wie unter anderem aktuell des Baus der Fachhochschule Bielefeld erleben, leiden sollen. Das ist richtig. Aber, meine Damen und Herren, der Fisch stinkt in der Regel vom Kopf. Und wenn wir vom Kopf reden, dann reden wir in der Tat von strukturellen Fragen, dann reden wir von auch Führungsaufgaben innerhalb des BLB, innerhalb natürlich auch der Ressorts, innerhalb des Kabinetts und der Entscheidungswege und auch der Weisungslinien, die dort gefahren werden. Und wir hörten, und das ist ja nun mal Fakt, dass alle Ministerien einen Vertreter im Verwaltungsrat, also einem wesentlichen Entscheidungs- und Beratungs- und Mitbestimmungsgremium des Bau- und Liegenschaftsbetriebs sitzen haben. Mal abgesehen vom ansonsten innerhalb der Fraktionsverteilung gegebenen Proports. Und ich höre aber auch Herrn Mostovizade, der hier steht und im Prinzip sagen, Herr Finanzminister, eigentlich bräuchten Sie nicht mehr zu reden, weil der Herr Mostovizade hat ja schon alles gesagt, insofern als er schon auch gesagt hat, wir als Landesregierung. Ja, wir als Landesregierung. Und da muss ich einfach mal betonen, lieber Herr Kollege Mostovizade, es soll kein, bitte fassen Sie es nicht als Angriff auf, sowohl die Grünen als auch die SPD, wie auch die Opposition hier im Landtag, ist ein Kontrollorgan innerhalb des Landtags Nordrhein-Westfalen. Das ganze Parlament ist ein Kontrollorgan bezüglich des BLB-NRW. Weil der BLB-NRW, respektive unter der Ägide des Finanzministeriums, der Fachaufsicht und Dienstaufsicht des Finanzministeriums, Vermögen aller Bürgerinnen und Bürger mit zu verwalten hat und auch damit umzugehen hat. Und das nach Möglichkeit richtig und gut, so damit eben kein Schaden entsteht. Und auch kein Schaden an den 1.900 Beschäftigten. Und wenn es hier um Strukturfragen geht, die in dem FDP- und CDU-Antrag aufgeworfen werden, ist es in der Tat so, dass seit Jahren darüber gesprochen wird. Und ist es in der Tat so, dass es nicht sein kann, dass wir heute immer noch nach 3 Jahren Regierungszeit von SPD und Grünen auf ein Eckpunktepapier, 4 Jahre, Entschuldigung, Frau Löhrmann, selbstverständlich, 4 Jahre in der Regierungszeit noch immer auf ein Eckpunktepapier warten, welches wir nun mal langsam sehen wollen. Denn gerade auch aktuell Bielefeld zeigt, dass ganz dringend die Notwendigkeit besteht, strukturelle Veränderungen, insbesondere in den Entscheidungs- und Leitungsgremien des BLB herbeizuführen, weil hier erhebliche Defizite zu erkennen sind. Und der Kollege Zimkeit hat das eben sehr deutlich gesagt, bezogen auf Bielefeld. Er sagte 2009, und da war ja noch Schwarz-Gelb an der Regierung, hieß es, da durfte Bielefeld nicht teurer werden als 150 Millionen. Ist das so richtig wiedergegeben, Herr Kollege Zimkeit? Wenn dem so ist, ist etwas bestätigt, was wir jüngst erfahren durften, dass nämlich die Kosten, die heute bei 252 Millionen stehen, prognostisch, und schon damals, wie wir auch aus der Zeitung entnehmen konnten, also sprich vor Baubeginn, vom BLB Bielefeld mit 207 Millionen kalkuliert worden sind, wissentlich und sehenden Auges so weit runtergerechnet wurden, damit es ein Budget nach dem Hochschulmodernisierungsplan entspricht, weil das Ministerium damals, ein Ministerium, damals sicherlich unter einer anderen Führung gesagt hat, wir wollen das Ding haben. Aber dann hatten wir 4 Jahre Zeit zu sagen, was vor 5 Jahren war, nämlich 2009, war falsch, liebe Bürgerinnen und Bürger, war falsch, liebes Parlament, weil 2009 schon feststand, dass die Kosten bei deutlich über 200 Millionen liegen würden. Das haben wir aber nicht gehört, sondern wir haben dann gehört, Kostenexplosion. Fakt ist jedenfalls, es stand 2009 bereits fest, dass die Gebäude nie zu diesem Preis errichtet werden konnten. Wir sind dafür, dass hier ganz schnell
strukturelle Veränderungen auch im Rahmen des Risikomanagements und auch im Rahmen der Vertragsbegleitung auf Seiten des BDB Platz greifen. Dafür brauchen wir die Eckpunktevereinbarung bzw. das Eckpunktepapier. Jawohl, Frau Präsidentin, ich komme zum Ende. Das Eckpunktepapier. Von daher stimmen wir hier diesem Antrag von CDU und FDP zu. Eile ist geboten. Wir können uns nicht noch ein Gebäude oder noch ein Projekt leisten, welches möglicherweise schon begonnen ist, bei dem eine weitere Kostenexplosion zu einem weiteren Schaden für NRW führt. Dankeschön.